ist es her, da fuhren sie aufs Meer. Wohin es ging, war ungewiss, den Sternen hinterher. Ihr Schiff, es wurde jede Sturm, ihr Ziel war unbekannt. Aber stachen sie in See, auf ins neue Land. Christopher Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christopher Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Die Angst fuhr mit bei Tag und Nacht, 12 Meter fuhr Gischt. Hunger, Durst und Not und Leid und noch kein Land im See. Doch eines Tages rief der Mann im Mast zum Kapitän. Hört, ich hab an Steuerbord ein neues Land gesehen. Christopher Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christopher Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Ein neues Land sein kann. Sicher nach Hause geführt hast. 14. März 1493. Nach einer Reise von 225 Tagen sind wir wieder in Palos. Ich habe bewiesen, dass meine Theorie richtig war. Man kann auf einem westlichen Seeweg nach Indien gelangen. Ist die spanische Flagge! Bombarde feuerbereit! Feuer! Sieh doch, das ist die Ninja, sie ist wieder zurück. Hey, hört mal alle her, gute Nachrichten. Gerade läuft die Ninja in den Hafen von Palos ein. Ahoi, Freunde, wir sind wieder da. Die Ninja ist zurück. Wir kommen an. Nun ist alles gut. Hallo, wir sind wieder zu Hause! Dank sei Gott im Himmel! Ja! Ich wusste, dass ihr gesund wiederkommen würdet. Die Flotte hat ja auch mein Vater kommandiert. Doch wo sind die Pinta und die Santa Maria? Die Santa Maria ist das Schiff meines Vaters. Warum ist er nicht hier? Vater, hier bin ich! Dich wiederzusehen, mein Sohn! Ich freue mich auch, dass du wieder da bist, Vater! Ich war auch ganz brav, während du weg warst! Genau wie ich es dir versprochen habe! Komm, Diego! Wir treffen deinen Vater im Hafen! Ja! Schau, dein Vater kommt wieder nach Hause! Beinahe 7 Monate war auf See! Welchen Triumph für Spanien! Moment mal, das waren doch 3 Schiffe, oder? Mein Pedro,
Zauber an Bord der Santa Maria. Wow. Keine Sorge, dein Mann ist bestimmt gesund und munter. Heute ist ein großer Tag, ein Tag zum Feiern. Feiern? Wie kann ich feiern ohne meinen geliebten Pedro? Da ist Admiral Kolumbus. Admiral Kolumbus, willkommen daheim. Pedro! Ich bin so froh, dass du gesund und munter wieder daheim bist. Vater! Oh. Vater, willkommen daheim! Diego! Ich hab dich so sehr vermisst. Ich bin wieder nach Hause gekommen, mein Sohn, wie ich es dir versprochen hatte. Warst du wirklich in Indien, Vater? Ich wusste, dass es dir gelingen würde. Ja, ich hatte großes Glück, mein Sohn. Pater Perez! Ich gratuliere euch, Admiral. Ich danke euch von Herzen, Pater. Ohne eure Hilfe hätte ich es niemals geschafft. Oh nein, dankt nicht mir. Gott, der Herr hat euch geholfen. O Herr, in deiner unendlichen Güte hast du die Seeleute der Ninja durch große Gefahren sicher nach Hause geführt. Dein Name sei gepriesen durch ihre mutigen Taten, jetzt und immer da. Amen. Ihr hättet die Wellen sehen sollen. Sie waren höher als der Kirchturm. Doch, ihr könnt mir glauben. Vielleicht sogar noch höher. Seltsam, wir müssen inzwischen auch Nachricht von der Pinta haben. Doch man hat sie nirgendwo entlang der Küste gesichtet. Wirklich seltsam, Pater. Ich war sicher, die Pinta würde bereits hier sein. Während ich in Portugal war, sagte man mir, sie habe den nordspanischen Hafen Bayonne angelaufen. Ich hoffe, ihre Mannschaft ist wohl auf. Ja, das hoffe ich auch. Admiral Kolumbus! Die Pinta ist da! Sie ist eben in den Hafen eingelaufen! Endlich! Gehen wir Kapitän Pinzon begrüßen. Ist das wirklich die Pinta? Sie kann es nicht sein. Willkommen an Bord, Admiral. Danke, Seemann. Wo finde ich Kapitän Pinzon? Da drüben, Senior. Lasst mich durch. Kapitän Pinzon? Was um alles in der Welt ist mit ihm? Meinen Bruder befiel das Fieber, als wir gegen den Sturm kämpften. Ich flehte ihn an, unter Deck zu gehen und sich auszuruhen. Doch er weigerte sich und das Fieber wurde immer schlimmer. Jetzt fürchte ich, hat er nicht mehr genügend Kraft, sich davon zu erholen. Man soll ihn vorsichtig an Land bringen und sofort den Hügel hinauf nach La Rabida tragen. Bei den Mönchen dort wird er in guten Händen sein. Der Admiral hat recht. Er ist noch so ein junger Mann, doch seine Lebenskraft versiegt. Lass uns ein Gebet sprechen für Kapitän Pinzon. Verzeiht, Admiral. Der königliche Hof befindet sich in Barcelona und Ihre Majestäten erwarten euren Bericht. Ihr müsst euch unverzüglich zu ihnen begeben. Gut. Martin, mein Freund. Ich gehe zu Ihren Majestäten, um Ihnen von unserer Reise nach Indien zu berichten. Ihr müsst bald wieder gesund werden. Der König und die Königin werden auch euren Bericht hören wollen. Nein, mein Bericht bleibt ungehört. Mein Leben geht zu Ende, Admiral.
Sag das nicht. Du wirst wieder gesund. Du darfst nicht aufgeben, Martin. Ja? Ich möchte, dass ihr das Ihrer Majestät der Königin gebt. Kapitän Pinzon! Nein, Martin! Martin, hörst du mich? Er ist von uns gegangen. Erhabenen Majestäten, ich trete heute vor euch hin, um euch von meiner erfolgreichen Reise nach Indien zu berichten. Mhm. Admiral, bitte setzt euch doch zu uns. Ich danke euch, Eure Majestät. Oh, er darf sich setzen. Welche Ehre! Geschätzter Admiral Columbus, wir beglückwünschen euch. Der Erfolg eurer Expedition hat uns in höchstem Maße erfreut. Die Tatsache, dass ihr lange Jahre kämpfen musstet, um endlich die Erlaubnis zu erhalten, den Ozean zu überqueren, macht euren Triumph nur noch größer. Ich danke Eurer Majestät für die freundlichen Worte. Ich habe heute mehr als freundliche Worte für euch, Admiral. Der König und ich haben beschlossen, eine zweite Expedition nach Indien zu finanzieren. Können wir wieder auf euch zählen? Es wäre mir eine große Ehre, Eure Majestät. Wie euch zweifellos bekannt sein wird, unternimmt der König von Portugal ebenfalls Reisen nach dem Orient. Doch er hat sich für die Ostroute um Afrika entschieden. Zwischen seinem und unserem Land herrscht nun ein Wettlauf. Ihr müsst ihn und damit die heidnischen Länder Indiens für Spanien gewinnen. Setzt ihr Vertrauen in eure Fähigkeit, unsere Wünsche zu erfüllen? Ja, Eure Majestät, es wird mir gelingen. Admiral? Ja? Wie kommt man am schnellsten nach Asien? Nun... Sagt es der Prinzessin. Nun gut. Am schnellsten kommt man nach Asien, wenn man sich gen Westen wendet. Ebenso wie die Sonne am Firmament. Glaubt ihr, ihr könnt euch das merken? Mhm. Wenn ihr das nächste Mal hinfahrt, komme ich auch mit. In unbekannten Gewässern zu segeln, erfordert wahrlich großen Mut. Oh, glaubt mir, das weiß ich. Ist es denn wahr, dass die Heiden alle in schamloser Nacktheit leben? Es sind enorme Gewinne zu machen in Indien. Gold, Seide, Gewürze, man braucht nur zuzugreifen. Ja. Oh, Admiral, welche Ehre, euch kennenzulernen. Eine Ehre? Was soll daran ehrenhaft sein, einen gewöhnlichen Seemann zu treffen? Und zudem noch einen Ausländer. Ihr könnt von Glück sagen, dass man euch hier duldet. Mit wem habe ich das zweifelhafte Vergnügen, wenn ich fragen darf? Ich bin Don Emilio Figueras. Und ich behaupte, diese Reise nach Indien war keine große Tat. Ihr wagt es! Jeder Tor hätte das bewerkstelligt. Wir alle wissen, dass die Erde rund ist. Segelt man nach Westen, kommt man irgendwann nach Asien. Genau das hätte ich Ihren Majestäten auch sagen können. Ich auch. Mein Hund auch. Don Emilio, ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Eine Aufgabe? Ja, ich möchte, dass ihr ein gekochtes Ei nehmt und es auf die Spitze stellt. Meint ihr, ihr könnt das bewerkstelligen? Auf die Spitze? Aber gewiss, das bringt doch jeder Schwachkopf zustande. Na los. Lasst es mich noch einmal versuchen. Diesmal kann ich es. Das ist schwieriger, als man denkt. Lasst mich es einmal versuchen. Es ist nicht zu schaffen. Der Admiral wollte ihn zum Narren machen.
Bringt ihr es etwa nicht fertig? Selbstverständlich nicht. Es ist unmöglich. Ich bin sicher, dass ihr es genauso wenig könnt. Doch, ich kann es. Was macht er jetzt? Sicher, nun, was ist? Wir warten. Jetzt gebt acht. Oh, ich wusste es doch eigentlich. Seht ihr? Man muss das Ei steht auf der Spitze. Oh, das ist Betrug. Wenn ihr die Schale des Eis zerbrecht, ist es ein Kinderspiel, es auf die Spitze zu stellen. So ist es. Die Lösung eines Problems scheint immer einfach zu sein, wenn sie erst einmal einer gefunden hat. Das gilt für dieses Ei ebenso wie für Indien. Gut gemacht, Admiral Columbus, gut gemacht. Ihr habt euren Standpunkt anschaulich dargestellt, Admiral. Bravo. Habt ihr gesehen, wie er Don Emilio in seine Schranken verwiesen hat? Oh, das war einfach zu köstlich. Ich darf meiner Müdigkeit nicht nachgeben. Ich habe geschworen, zum Heiligtum der Santa Maria von Guadeloupe zu pilgern. Zum Dank für die Errettung der Ninja aus dem großen Sturm. Ich schwöre, wenn wir überleben, werde ich die Wallfahrt machen. Ich habe das Kreuz gezogen. Ja! Am 25. September des Jahres 1493 stach die zweite Expedition in See. Ich hatte 17 Schiffe und 1500 Mann unter meinem Kommando. Eine riesige und jubelnde Menge hatte sich versammelt, um uns zu verabschieden. Am Sonntag, dem 3. November, stießen wir erstmals auf Land. Es war eine Insel, der ich den Namen Dominica gab. Von dort aus segelten wir weiter nach einer Insel, die ich Guadeloupe taufte, nach dem Wallfahrtsort, zu dem ich gepilgert war. Dann ging es weiter nach Hispaniola, wo 39 Männer der ersten Expedition zurückgeblieben waren und die Siedlung Navidad gegründet hatten. Doch wo die Siedlung gestanden hatte, fanden wir nur verkohlte Überreste und die Spuren eines heftigen Kampfes. Getrieben von Gier und Überheblichkeit hatten die Männer von Navidad die Eingeborenen für ihre Suche nach Gold missbraucht. Die wütenden Eingeborenen griffen Navidad schließlich an und töteten jeden einzelnen der 39 Männer, die es erbaut hatten. Unter ihnen auch meinen guten Freund Diego de Arana. Unter meinem Kommando errichteten die Männer der zweiten Expedition eine neue Siedlung auf Hispaniola, an einem Ort, den wir nach der Königin von Spanien Isabella nannten. Als Gouverneur der Insel wurde ich mit Beschwerden und Problemen bestürmt. Das ist seine Schuld. Die administrative Arbeit langweilte und verwirrte mich, und so ging ich neuerlich auf Entdeckungsfahrt. Ich fand eine große Landmasse, die die Eingeborenen Kuba nannten, sowie zahlreiche kleinere Inseln, die ich erforschte und kartografierte. Doch mein Traum, die reichen Städte von Indien und Katai zu finden, wartete weiter auf Erfüllung. In den Gebieten, die ich fand, gab es keine Städte, und was beinahe noch schlimmer war, so gut wie kein Gold. Ich kehrte nach Spanien zurück, um über das Entdeckte zu berichten. Doch der König und die Königin waren maßlos enttäuscht. Sie hatten sich Gold und Schätze erhofft. Meine Erzählungen von unberührten Urwäldern, die ich entdeckt hatte, riefen bei ihnen nur Missmut hervor. Am 30. Mai 1498 führte ich eine dritte Expedition gen Westen über den Ozean. Als ich in Hispaniola ankam, musste ich zu meiner Erschütterung feststellen, dass in der Siedlung Navidad eine Rebellion ausgebrochen war. Meine Bemühungen, die Ordnung wiederherzustellen, schienen die Flammen des Widerstandes nur umso heftiger zu entfachen. Es endete damit, dass Francisco de Bobadilla, ein königlicher Gesandter, mich verhaftete und mich meiner Titel und meiner Ehre beraubt, in Ketten nach Spanien zurückbrachte.
nachdem ich wochenlang schriftlich darum ersucht hatte, gewährte mir Ihre Majestät die Königin eine Audienz und gab mir all meine Titel zurück. Meine vierte und letzte Expedition begann am 9. Mai 1502. Doch diese Reise stand von Anbeginn unter einem schlechten Stern. Am 7. November 1504 war ich wieder in Spanien. Meine Hoffnung, den sagenhaften Reichtum Indiens zu finden, hatte sich erneut nicht erfüllt. Am Ende jenes Jahres verließ Königin Isabella, meine größte Fürsprecherin, für immer diese Welt. Jetzt, noch keine zwei Jahre danach, sind viele Gelehrte und Seefahrer der Meinung, dass die üppigen und wilden Länder, die ich entdeckte, keineswegs Indien seien, sondern vielmehr Teil eines riesigen Kontinents, der den Kosmographen Europas bis dato unbekannt war. Sie nennen diesen Kontinent die Neue Welt. Heute, am 20. Mai 1506, neigt sich mein Leben dem Ende zu. Welchen Ruhm ich einst auch genossen haben mag, er wird seit langem vom Ruhm solcher Namen wie Vasco da Gama und Amerigo Vespucci überstrahlt. Ich befehle meinen Geist in Gottes Hände. Wenn es eine Lehre gibt, die man aus meinem Leben ziehen kann, so ist es die, dass der menschliche Geist seine höchste Vollendung findet, wenn er in Gott vertraut. Wenn im Angesicht von Unglück und Entmutigung die Seele nicht strauchelt und der Wille nicht wankt, im Streben nach der Erfüllung eines Traums.